Damit herzlich willkommen zur Odinsphäre Live. Sir, keine Ahnung. Demo. Ist natürlich schon richtig draußen. In dieser Demo kann man aus den 5 Charakteren wählen. Alle Art. Königin des Feenreichs Ring. Ungewöhnliche Steuerung durch die. Wir nehmen Gwendolin, Prinzessin des großen Nordreichs. Also, wie geschafft. In dieser Demo hast du Zugang zu den verschiedenen Abschnitten und kannst die Bewegung der Karte durch den Ablauf der Kämpfe und so weiter kennenlernen. Bewege den Charakter mit links und greife mit Viereck an, springe mit X, öffne den Gegenstandsring mit Dreieck und die Fähigkeiten mit L. Kämpfe weiter, bis du am Ende des Gebiets auf den Boss triffst. Alle herkommen. Alter, meine Punkte haben so gelitten. 1200. Wieso habe ich keine 1200? Aber wir haben Rang. Ja, es ist besser. Tatsächlich habe ich schon mal eine Aufnahme gemacht. Doch mir ist aufgefallen dabei. Ja, kann man Wert des Kampfes drücken. Wie lange hält denn das? Ah, ist klar. Halt! Willst du mich verarschen? Echt jetzt? Oh Gott, ich hab... Da bin ich ja minimal in Schwitzen. Ich habe mich nämlich dazu entschlossen, die Aufnahme zu holen, da es mir nicht gefallen hat, dass meine Stimme so gar nicht zu hören war. Ob ich es glaubte oder nicht, der Spielsound ist so laut. Ich war nicht zu hören. Ha! 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 Ha!
Magie verschwinden. Ihre Magie so. Noch geschlagen. Ja, ich habe rausgefunden, wie man blockt. Oh, ich wurde geschnitzt. 50er Combo, what? Ich war jetzt ganz konzentriert bei Rang S. Geil. Oh ja, Mann. Das hat sich gelohnt. Ja, hier war. Aha, interessant. Wenn man die Taste nach der Schlagkombination gedrückt, keine Magie verbraucht. Rastzone. Mhm. Okay. Was ist der? Hier möchte ich. I have poison. Unfortunately, I do not have a blade to coat with it. Ich frag mich, für wen der uns hält. Aber ich habe mehr Geld als bei den vorherigen. Also mache ich mehr Schaden mitnehmen. Auf Fall. I have fun. Er sagt immer das gleiche. Ich würde gerne auch eine Brandfalle mitnehmen. Verkaufen. Niemals. Pro Gegenstand nur 5. 5 Stück? Ist das dein Ernst? Wahrscheinlich, oder? Vergiss es. Halsabschneider, Junge. Hier, gib mir doch mal einen Zyklon. Jo, alles klar. Nett von dir. Weißt du was? Ich spiel mal Gärtner während der. Ist ja schon, was man machen muss. Sie setzt da die Energien frei, die man oben eingesammelt hat. Durch Ducken nimmt man die Gegenstände auf. Ich finde das toll, wenn sie einfach so. Jetzt wird sie sehr viel essen. Aber es bringt dir Erfahrungspunkte und
So, kein Problem. Wir haben noch genug Energie. Das genug? Ja, das war genug. Voll geil. Hat genau gepasst. Okay, essen. Und nochmal essen. Mahlzeit. Level up. Jawohl. Ey, ganz ehrlich. Wenn die Welt ein Videospiel wäre, dann wären die Dicken im Großen und Ganzen ja, also jedenfalls, na gut, okay, das kann ja von Stoffwechsel bedingt sein, aber ich meine jetzt die Leute, die viel essen, dann wären die ja Level 1000 oder so. Die würden jeden Tag mehrere Level steigen. Okay, einmal geht noch. Leid, Mädel, dass wir dich so viel schnabulieren lassen. Leider haben wir nur diese eine Demo jetzt gerade. Ist toll, als ob sie Magie... Sie kann ja auch Magie... Tja, scheinbar steigt bei Level Up nur ihre LP. Ja, ich möchte mich dem Mächtigen fallen. Ganz. Erst Pause. Kann. Wo kann? Ist das krass. Och, ich mach nur Gegenstände. Ich muss nichts tun. Moment. Das war so episch. Ohne Spaß, die Demo macht Hammer Spaß. Und die Sequenzen, die ich zwischendurch gesehen habe, ich glaube, das ist ein interessantes Spiel. Ja. Mit Menschen Neptunia zu machen. Und ich sehe in der Demo deutsche Texte. Im fertigen Spiel sind auch deutsche Texte. Ich muss ganz ehrlich sagen, geil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe es generell rausgenommen gehabt. So krass beschnitten wird. Ja, ich bin mal gespannt, wie die folgen. Also, ich wiederhole mich. Haut rein. Ciao.